Herzlich willkommen in der Delta Mike Charlie Romeo November. Wir befinden uns hier in Langenlohnsheim auf dem Flugplatz und rollen gerade zum Rollhalt der Piste 01. Wir sind in einem Ultraleichtflugzeug unterwegs, eine C42C. Ein Rotax-Motor mit 100 PS ist an Bord, der für den nötigen Schub sorgt. Hier treffen wir jetzt die letzten Startvorbereitungen, sprich der Magnetcheck wird gemacht. Das ist alles soweit in Ordnung. Was haben wir heute vor? Wir fliegen nach Bamberg mit einem Zwischenhalt in Aschaffenburg und würden uns freuen, wenn ihr uns auf der Reise begleitet. Die Startvorbereitungen sind abgeschlossen. Wir rollen los und starten auf der Piste 01 Richtung Norden. Das Wetter ist super. Wir sind im September. Ein toller Tag, den wir hier nochmal erleben dürfen, beziehungsweise ein ganz tolles Wochenende vorausgesagt. Der Start ist erfolgt und es ist immer wieder ein geiles Gefühl, in die Luft zu gehen. Ja, und jetzt begeben wir uns auf den direkten Anflug nach Aschaffenburg. Bei der Routenplanung haben wir uns für die südliche Umfliegung von Frankfurt oder dem Luftraum Frankfurt entschieden. Wir müssen immer darauf achten, dass wir keine Luftraumverletzungen machen. Der Luftraum C beginnt ab 3500 Fuß. Hier sieht man nochmal die Details von Aschaffenburg mit der Platzrunde. Dann gucken wir uns nochmal die Flugplanung an. Ja, wir haben 48,4 nautische Meilen ungefähr vor uns. Rechnen wir mal mit 50 nautischen Meilen. Sprit ist ausreichend dabei und dann kann es auch losgehen. Wir befinden uns aktuell auf 3000 Fuß, fliegen so im Schnitt um die 150 bis 160 km/h Geschwindigkeit durch die Luft. Das ist immer nicht gleich auch die Geschwindigkeit über Grund. Das hängt immer davon ab, wie viel Gegenwind gerade ist. Links sehen wir hier den Rhein bzw. die Ausläufer vom Rhein und mit den Sonnenspiegelungen auf dem Wasser ist das immer wieder ein beeindruckendes Erlebnis aus der Luft. Dann haben wir uns auf den Anflug in Aschaffenburg vorbereitet. Hier sehen wir nochmal im Detail den Gegenanflug, Queranflug und den Endanflug. Über Funk haben wir uns rechtzeitig bei Aschaffenburg Info angemeldet. Dort wurde uns gesagt, die Piste 08 ist in Betrieb. Und hier befinden wir uns schon im Endanflug. Mit den zwei Tümpeln, nenne ich es mal, und direkt über die Straße zu fliegen, ist es ein bisschen ungewohnt, das Anflugbild, aber kein Problem, die Piste ist lang genug und die Wetterbedingungen waren exzellent und somit war die Landung überhaupt kein Problem. Dann sind wir über den Taxiway zurückgerollt Richtung Turm und haben den Flieger abgestellt. Hier haben wir noch ein befreundetes Pärchen getroffen. In Aschaffenburg war richtig was los, die Polizei war mit einem Hubschrauber da. Allerdings nicht im Einsatz, sondern die haben hier auch nur Routineflüge absolviert und auch größere Motorflugzeuge landen hier regelmäßig in Aschaffenburg. Wirklich ein buntes Treiben hier, lohnt sich auf jeden Fall. Der Kaffee schmeckt übrigens auch ganz gut. Naja, nach dem Kaffee haben wir uns dann nach Bamberg weiter auf den Weg gemacht, haben uns dann bei Aschaffenburg Info entsprechend angemeldet. Die Piste 08 war immer noch im Betrieb. Da das Wetter so toll war, war auch Segelflug am Platz
Und hier haben wir gerade einen landenden Segelflieger gesehen. Nachdem der ausgerollt war, konnten wir dann auf die Piste rollen und uns auf den Weg nach Bamberg machen. Vollgas rein und schon können die 100 Pferde in unserem Ultraleichtflugzeug den Flieger recht schnell beschleunigen. Nach einer kurzen Rollphase können wir auch schon abheben und machen uns nun auf den Weg nach Bamberg. Die Route nach Bamberg von Aschaffenburg ist relativ einfach. Es geht fast 90 Grad Richtung Osten. Das Schöne an Bamberg ist, dass der Flugplatz direkt in der Nähe der Stadt Bamberg ist, ca. 5 bis 6 Kilometer außerhalb, somit sehr gut mit einem Taxi zu erreichen. Ja, Flugzeit ca. 53 Minuten. Auf dem Weg nach Bamberg ist allerdings zu beachten, dass man über viele Waldgebiete fliegt und somit sind wir dann auch bis auf 5000 Fuß gestiegen, um hier einfach eine ordentliche Sicherheitshöhe zu haben. Waren relativ nah an den Wolken, haben natürlich den notwendigen Sicherheitsabstand eingehalten. Es ist aber immer wieder ein schönes Erlebnis, wenn einem direkt über dem Flieger die Wolken entgegenkommen. Hier haben wir die EDR R23. Die wir noch beachten müssen, das ist hier ein Kraftwerk, an dem wir vorbeifliegen, aber aufgrund der Höhe alles kein Problem. Ja, dann waren wir auch schon in Bamberg angekommen, sehen hier schon den Endanflug, haben uns entsprechend bei Bamberg Info angemeldet. Die Piste 03 ist in Betrieb, Gegen- und Queranflug alles kein Problem. Auch hier eine super Asphaltbahn, die entsprechend lang ist. Somit ist die Landung kein Problem. Was die Besonderheit in Bamberg ist, wenn man gelandet ist, rollt man nicht über ein Taxiway zurück, sondern man macht ein Backtrack auf der Piste. Wir haben uns dann im Tower angemeldet, vereinbart, dass wir eine Nacht hier bleiben, konnten den Flieger dann abstellen, haben den natürlich entsprechend gesichert, dass er uns nicht durch Windböen umfeld, haben unser Gepäck rausgeholt und haben uns dann mit einem Taxi auf den Weg in die Stadt gemacht. Hier hatten wir eine Unterkunft gemietet, eine Ferienwohnung, die war soweit in Ordnung. Wir müssen allerdings sagen, es war extrem schwer in Bamberg noch eine Unterkunft zu bekommen. Wir haben uns da mal umgehorcht. An den Wochenenden, gerade bei schönem Wetter, scheint es hier immer sehr gut besucht zu sein. Das liegt vielleicht auch an den guten Bieren. Wir sind dann in die Altstadt gegangen und haben uns da mal umgeschaut und Bamberg wird ja auch als Kanalstadt bezeichnet, was man hier sehr schön sehen kann, warum sie ihren Namen bekommen haben. Der Wassersport wird hier durchgeführt. Das war echt interessant, den Leuten mal zuzuschauen. Dann hat man so ein bisschen das Gefühl, man wäre ein klein Venedig. Es gibt einige Gondeln, die hier die Kanäle befahren und extrem schöne Häuser, alles sehr gut erhalten. Und hier sieht man auch so ein bisschen, was hier in der Altstadt los ist. Es ist doch ein reges Treiben zu erkennen. Ja, dann sind wir am nächsten Tag wieder heimgeflogen, auch wieder bei besten Wetterbedingungen. Haben entsprechend mit Bamberg Info gesprochen,
haben vorher natürlich die ganzen Gebühren bezahlt. Ich glaube, mit Landegebühr und Abstellgebühr waren es 12 Euro, also wirklich relativ günstig, unheimlich nette Leute, alles top in Schuss, kann man nur empfehlen, mal mit dem Flugzeug nach Bamberg zu fliegen. Der Start war dann auch kein Problem, wir haben vom Tower noch genaue Anweisungen bekommen, wie wir unseren Abflug dann genau einhalten müssen, damit wir nicht über Wohngebiete unnötig fliegen, was wir dann auch getan haben. Und dann ging es bei besten Wetterbedingungen wieder heim nach Langenlonsheim. Die Flugdauer beträgt so ungefähr 1 Stunde 45. Wir hatten vorher in Bamberg nochmal etwas Benzin aufgetankt, um sicher zu gehen, dass man immer eine gewisse Reserve hat. Man weiß ja nie, was unterwegs einem alles passieren kann, beziehungsweise ob man nicht einen Ausweichflugplatz ansteuern muss. Wir hatten auf dem Rückflug etwas Gegenwind, das heißt, wir haben so manchmal zwischen 130 und 145 km/h nur Groundspeed gehabt. Hier sind wir schon wieder im Gegenanflug von Edel, sprich Langenlonsheim, haben uns entsprechend bei Langenlonsheim Info angemeldet. Das ist hier der Queranflug, da kann man sich sehr gut an der Autobahn orientieren. Dann kommt der Endanflug auf die Piste 1.9. Aufgrund des tollen Wetters hatten wir noch Segelflug am Platz. Und unser schönes Wochenende nahm damit ein tolles Ende. Wir können Bamberg auf jeden Fall empfehlen, es ist eine tolle Reise. Wir sagen vielen Dank für das freundliche Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.